heute lassen wir zwei Spitzenhandys gegeneinander antreten. Und zwar, das da ist das iPhone 4S und das da ist das Samsung Galaxy Nexus. Ja, und dann fahren wir beide gleich erstmal hoch, nachdem wir kurz angeguckt haben, was sie denn von außen so können. Das iPhone 4S zum Beispiel hat ein 3,5 Zoll Display mit einer Pixelauflösung von 960x640 Pixeln. Das Galaxy Nexus hat ein 4,65 Zoll Display. Es ist für manche Leute zu groß und es hat eine Pixelauflösung von 1280x720 Pixel. Das Display des iPhone 4S nennt sich Retina und Samsung hat dem Galaxy Nexus hier ein Super AMOLED Display mit einer 720p HD Auflösung spendiert. Für manch einen wirken die Farben aber etwas zu knallig. Dafür ist natürlich der Schwarzwert besser, aber natürlich muss man doch wieder Abstriche beim Weißwert machen, weil der ja typischerweise, das Weiß hat typischerweise irgendwie einen Blaustich bei allen AMOLED-Displays. Ja, und jetzt gucken wir mal auf die Rückseite. Da haben wir beim Galaxy Nexus eine 5-Megapixel-Kamera. Kann Full HD aufnehmen, allerdings wirken die Bilder ziemlich rauschig. Und auf der Rückseite des iPhones befindet sich eine 8-Megapixel-Kamera. Die Bilder und Fotos wirken nicht so rauschig wie beim Galaxy Nexus, sondern sehr scharf und sie kann ebenfalls Full HD Videos aufnehmen. Wir kommen nachher nochmal zurück auf Bilder und zeigen euch die am Ende des Videos, zwei, drei Testbilder, damit ihr selbst nochmal sehen könnt, wieso die Qualität ist. Ja, und jetzt können wir das hochfahren. 3 Sekunden bei jedem festhalten. 1, 2, 3. Kurz warten und dann Apple und Googles Logo. Und da sieht man schon, da ist der Schwarzwert natürlich besser, da ist der Schwarzwert nicht so gut, aber da ist das Weiß natürlich nicht so gut wieder. Es gleicht sich dann irgendwo wieder aus, alles. Ja, das iPhone ist deutlich schneller, fertig. Dafür haben wir beim Galaxy Nexus schöne Farben. Auf Seiten des iPhones haben wir einen Dual-Core-Prozessor. Der ist momentan mit 800 MHz getaktet, aber es kann man nicht so genau sagen, wie viel MHz oder GHz der Prozessor nun wirklich hat. Apple hat ihn auf 800 MHz getaktet, er könnte aber eigentlich, glaube ich, mehr. Der Prozessor des Galaxy Nexus hat 1,2 GHz, natürlich auch Dual-Core. Und wir würden so sagen, die Prozessoren sind so in etwa gleich. Also da haben wir jetzt nicht so die Unterschiede bemerkt, was die Performance angeht. Als Betriebssystem haben wir da iOS 5 und Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Genau. Wenn wir die Apps haben wollen, müssen wir am iPhone einfach nur rumscrollen, denn da sind die Apps schon gleich auf dem Lockscreen, auf dem Hauptbildschirm angeordnet. Hier müssen wir einmal in die Mitte tippen auf dieses Symbol, da haben wir die ganzen Apps. Können wir nach rechts und links scrollen. Wenn wir ganz nach rechts weiter scrollen, dann haben wir irgendwann die Widgets. Und nein, Samsung hat kein Touchwitz hier drauf. Das kann man ganz einfach feststellen, wenn man hier zum Beispiel im Lockscreen einfach eine Multitouch-Kiste versucht. Das geht da natürlich nicht. Was ist so das Killer-Feature bei dem iPhone 4S? Es gibt praktisch kein richtiges Killer-Feature. iOS 5 ist sehr gelungen. Siri ist sowieso keine Frage, ist sehr gut. Ich liebe dich. Genau. Du kennst mich doch kaum. Ja, und die Kamera ist natürlich besser als beim Galaxy Nexus. Das Galaxy Nexus hat dafür einmal das Display, ein Super AMOLED-Display mit einer HD-Auflösung, das ist schon einzigartig auf dem Smartphone-Markt. Allerdings, wie gesagt, wenn man das jetzt hier so in der Hand hält, dann ist das fast schon zu groß. Das ist fast schon ein Tablet. Wenn man jetzt hier das iPhone so nimmt, da kommt man wirklich noch überall gut ran. So, und im nächsten Teil des Videos werden wir uns einmal den Trailer vom Galaxy Nexus angucken, auf dem iPhone und auf dem Galaxy Nexus. Thank you.
Hier sieht man noch einmal zwei Bilder. Da sind die Farben für manch einen zu knallig. Da sind sie eher originalgetreuer. Und ja, das Display ist ähnlich wie das des Samsung Galaxy S zum Beispiel. Und davon haben wir schon mal einen Display-Vergleich gemacht. Das kann man sich auch gerne mal angucken. Und da seht ihr nochmal was zu dem Display. Als nächstes testen wir nochmal die Geschwindigkeit des Browsers. Und zwar geben wir hier mal beide bei Google Wetter ein. Drücken beide gleichzeitig auf Start. So, also wirklich beide ziemlich gleich schnell. Und ja. Als abschließendes Fazit können wir sagen, Prozessor, also von der Leistung her exakt gleich. Es ist echt ein Wunder immer noch, den Apple-Prozessor, obwohl der nur 800 MHz getaktet ist, dass der wirklich so eine gute Leistung erzielt. Ja. Ja, das Display ist bei beiden eigentlich, wenn man das so auf die wichtigen Punkte bringt, dann gleicht sich das eigentlich insgesamt alles aus. Bei diesem Battle, bei diesem Fight gibt es keinen klaren Sieger. Letztendlich ist es doch wieder Geschmackssache, ob man auf was Größeres oder auf was Kleineres steht. Und ja, das war's auch soweit. Gebt uns einen Daumen, wenn euch das gefallen hat. Abonniert uns, das würde uns helfen. Aber einen Daumen nach oben, ne? Okay, einen Daumen nach oben. Und wir sagen Tschüss und auf Wiedersehen. We'll be right back.